Stan, was machst du denn da? Ich glaube, du bist nicht die Richtige für mich. Und das macht mich so traurig, aber ich will meine Tränen nicht vergeuden. Darum gieße ich damit diese Pflanze. Stan! Na gut, hör zu. Der Grund, warum sich das für dich so sonderbar anfühlt, ist folgender. Ich habe dich belogen, was deinen Charakter betrifft. Du bist mein Ehemann, aber du bist nicht... So. Du bist in Wirklichkeit ein unsensibler Vollidiot, der für die CIA arbeitet. Soll das sowas wie ein Witz sein? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Das kommt später, wenn der Bruder von Theo seine Rede hält. Die einzigen Worte, die du als Ehemann kennen musst, sind... Ja, Liebling. Lustig. Nein, das ist kein Witz gewesen. Pass auf, ich löse deinen CIA-Instinkt aus und das hilft deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Genau wie in die Born-Identität. Verdammt nochmal, ich weiß, dass der wahre Stan irgendwo in dir drin ist. Oh, bitte, hör doch auf, meinem Körper weh zu tun. Und dann hat sie mich gehauen. Und das vor all den anderen. Dieses gemeine Weibsbild. Weißt du, sie hat mich gebeten, so zu tun, als wären wir schon ewig Freunde. Als würde ich dir jemals sowas antun. Schließlich sind wir schon ewig befreundet. Was mache ich denn jetzt? Hör zu, Mann. Vergiss Francine einfach. Du bist doch auf einer Hochzeit. Nimm ein paar Drinks zu dir. Mach dich locker. Ich soll mich locker machen? Ja, Mann. Bevor du Francine kennengelernt hast, warst du ein Aufreißer. War ich das? Was war denn mein Typ? Reife Navajo-Schlampen. Was glotzt ihr Deppen denn so? Danke, Steve, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich musste tun, was moralisch richtig ist. Hast du mich etwa verpfiffen, du Dreckskerl? Er hing da nämlich auch mit drin, Mr. Capellini. Ja, ich weiß. Ich bin euch 2 Wochen lang gefolgt. Was? Wie denn? Ich bin eine Fee. Die letzte meiner Art. Wisst ihr, wir, das Volk der Feen, ziehen unsere Lebensenergie aus der Ehrlichkeit der Menschen und aus Tageszeitungen. Und wie ihr wisst, gibt es leider davon immer weniger auf der Welt. Darum bin ich und nur ich allein die letzte Hoffnung der Menschheit. Und darum... Das ist für dein konfuses Rumlabern. Was habe ich da nur angestellt? Ich habe meine Ehe ruiniert. Der echte Stan würde nie zu so einer scheiß Musik tanzen. Er hasste dieses Lied. Das ist es. Kündige deinen Job. Ich sorge ab jetzt für dich. Dieses Lied ist einem Mann gewidmet, der ganz tief in seinem Inneren ein ungehobelter und unsensibler Hurenbock ist. Und er ist der einzige Mann, den ich je wollte. To get up every morning from your alarm clock's warning, take the 8:15 into the city. There's a whistle up above, people pushing, people shoving, and the girls who always look pretty. Was ist's denn? Erinnerst du dich wieder? Erinnere dich. Taking care of business. Stan, bist du es? Er ist es. Ich kann mich wieder an alles erinnern. Oh, bin ich froh. Du hast mich angelogen, als ich Amnesie hatte. Du hast versucht, mich umzukrempeln. Seine Persönlichkeit, sein Wesenskern, das, was ihn einzigartig macht. Hör zu, Schatz, es tut mir wirklich leid. Ich hab gedacht, ich könnte aus dir den perfekten Ehemann machen. Aber die Wahrheit ist, keiner von uns beiden ist perfekt. Und das ist doch gut so. Denn du und ich, wir passen so gut zusammen wie Teile eines Puzzles. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Brenda, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe so böse Sachen über euer Gelöbnis gesagt. Ich muss jetzt allein sein. Runter. Und als sie unten ankam... Mom, wann kommt Daddy nach Hause? Tja, Schatz, vermutlich nicht, bevor sich der Futonmarkt wieder beruhigt hat. Futonwelt! Unsere Superpreise sind nicht von dieser Welt! Futonwelt!